Willkommen zurück bei Fahr dein Zahn, Play for Fun. Und jetzt wird erstmal der Hund gestreichelt. Und dann sehen wir schon. Irgendwie ist das Lager an der falschen Stelle. Wo sind wir hier überhaupt? Aha. Tja, ihr wisst ja, hier oben gefällt es mir besser. Aber jetzt gucken wir erstmal, was liegt heute überhaupt an. Oh, Distanz mit dem eigenen. Oh, das eine Pferd geführt. Forellenbarsche gefangen, okay. Nichtspielercharaktere zum Boden geworfen. Gewürztes Krabbenfleisch gekocht, okay. Katzenwelse gefangen. Ich glaube, es geht los. So, Adlerauge benutzt. Gesuchte Person mit Bolas zu Fall gebracht. Und Kopfgeld mit einer Restlaufzeit von 5 Minuten. Den Kadaver und die Haut. Oh, tödliches Raubtier gespendet. Geld durch Handel verdient. Und große Tierkadaver. Also, da ist das hier echt die falsche Stelle. Antike Schnapsflaschen finden, Sammlerstücke verkaufen und was mit dem Detektor finden. Schwarzmann eine Mission erledigt, eine Spezialsorte hergestellt und betrunken mit jemandem agiert, das wird nix. Was im Wildnislager machen und das Zähigkeitstonika. Ja, dann. So, tägliche Herausforderung. Tja, dann machen wir doch erstmal einmal gewürztes Krabbenfleisch hier fertig. Ich doch irgendwo noch was haben, oder? Norbliges, da ist es. Das machen wir jetzt. Dann haben wir schon mal eins erledigt. Und schon läuft die Serie weiter. Dann gucken wir mal eben, hier irgendwas auszubuddeln ist, wo wir gerade hier sind. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Schade, schade, schade. Gar nichts. Aber hier ist heute wirklich überhaupt nichts, ne? Außer da hinten eine Straßensperre. Ja, dann. Düsen wir erstmal in die kalte Ecke. Und hauen uns mal eben das Zähigkeitstonikum rein. Es ergibt ja schon Sinn, das am Anfang der Folge zu machen, denn irgendwann ist das ja quasi abgebaut, dann kann man es nochmal nehmen. So, kann ich das Pferd nicht hier führen? Füttern, striegeln. Warum steht denn da nicht führen? Steht das falsch oder bin ich? So, nochmal das Ganze. So, führen, da steht's. Gucken wir doch mal, ob hier irgendwo was ist. Er friert schon. Dann hauen wir uns das schon mal rein. Wir könnten jetzt allerdings mal versuchen, das Lager irgendwo hin zu verlegen, um es dann dahin zu packen, in der Hoffnung, dass es mir hier schon mal besser als nichts, ne? Ist zwar immer noch nicht schön, aber was soll's. Das Führen können wir auch noch später machen. Hier mal im Checken.
Aber hier scheint heute. Doch, doch, doch. Hier haben wir was. Hier ist nichts. Auch nichts. Dann öffnen wir jetzt erstmal eine Landkarte für Schnapsflaschen. Da ist es. Da wollen wir sowieso hin. Dann hier unten im Blackwater und hier. Und hier ist heute die Madame. Dann ist sie also gar nicht umgezogen. Ja, dann treten wir doch mal die Heimreise an. Was war bei Naturkundler noch? Etwas in einem Wildnislager gekocht oder hergestellt. Mal eben, ob ich das hier irgendwo aufschlagen kann. Aber was jetzt noch klasse wäre, wäre so ein paar Wölfe, ne? Na gut. Man kann nicht immer gewinnen. Dann gönnen wir erstmal einen Kaffee. Runter damit. Irgendwas, was wir gebrauchen können. Ja, Betäubungsmunition kann man immer gebrauchen. Explosives Dynamit. Komm hier. Wir müssen ja irgendwas machen. So, soll das wohl fertig sein. Und dann geht's ab nach Hause. Dann holen wir uns jetzt die erste Schnapsbulle. Aber hier können wir mal im Checken. Hier ist nix. Und versuchen dann gleich das Lager da hinten hinzuziehen. Muss man da sagen, ist das mit dem Jagen alles besser. Also finde ich. Das gibt's doch nicht. Hier ist gar nichts heute. Aha. Da ist wenigstens schon mal etwas zum Ausbuddeln hier. Mal gespannt. Da hinten heute mehr ist. Ah ja, dann fahren wir vielleicht da erstmal schwarz gebrannt weg, verdienen die Kohle. Ist auch nichts, das hängt ja. Unsachverständig abgestiegen, ne? So, da haben wir die erste Pulle. Und jetzt versuchen wir mal, das Lager hier hinzuziehen. Also,
egal wohin. Und dann zurück. Ja, schon mal besser als da hinten, finde ich. Hier wäre noch besser, aber dafür muss man, glaube ich, ein Stückchen nach hier. Ist auch egal. Ab geht's. So, wo ist er? Da ist Herr Schulze. Da haben wir schon irgendwas Großes. Da auch. Können wir das schon mal abgeben. Ah, Moment, hier können wir auch noch mal im checken. Hier ist aber heute auch nichts. Hätte noch genug zu tun. I'm a happy man. Vielleicht mal eben was Gescheites. Und dann fahren wir erstmal eine Ladung weg, würde ich sagen. Ja, würde ich nicht nur, das sage ich jetzt. Vielleicht haben wir Glück. Nee, auch nichts. Ready for another job? Nee. Auf so Missionen habe ich jetzt wirklich keine Lust. Dispatch is perfect. We can ship it whenever you like. Otherwise. Ja, ich bin gespannt, ob wir auch Geld dafür kriegen. Tatsache. Faites attention. The time has come, yes? The new batch is prepared and these buyers are worth impressing, yes? I have done my part. Now you must do yours. I have prepared something superior. Something ich bin gespannt, that will bring them crawling back for more. And now you must let nothing stand in your way. Not even the revenue men. So, on your way, huh? Bon ja. Endlich. So, Kinokameraden. Denn ihr wisst ja, so mit dem Wagen fahren, das habe ich nicht mehr so drauf. Das ist ja diesmal ein ganzes Stückchen da. Wobei wir, glaube ich, gleich abkürzen können. So, hier kommt gleich der Huckel. Doch hier irgendwo, da ist er.
So, und dann seht ihr, wir sollen natürlich geradeaus fahren. Das machen wir aber nicht. Wir kürzen ab. Hier ein bisschen langsamer fahren. Hier habe ich schon mal richtig was versemmelt. Schon mal die Knarre raus. Denn manchmal wird man ab hier verfolgt. Jungs, macht ja, oder man erschafft die selber, die Jungs. Da kommen aber die anderen. Nichts kaputt fahren. Kann ich ja auch ganz gut, ne? Denn sonst gibt's keine 412 Dollar. Noch mehr, aber ich glaube, genau, die verschwinden, wenn man da genug ans Ziel kommt. So, Kohle verdient. Schade, ich hatte gehofft, hier ist irgendwas zum Ausbuddeln. Das ist doch so die Ecke. Wo wir gerade hier sind, werfen wir mal einen Blick. Nee. Nix. Aber auch gar nix. You out to trouble me. Hey, you got people waiting on you. Dann auf zur Schnapsbrennerei. Dann schmeißen wir die nächste Ladung an. Und dann geht's eben nach Blackwater. Da holen wir uns die Pulle. Lustige Franzose, schon mal arbeiten hier. We did a good deal on that batch, no? Ja, das kann man so sagen. Und es hat gut geklappt. This one will punch hard. Das machen wir hier. Yes, this is a good flavor. Now all it needs is some time. Das Pferdchen. Da kommt's. So, Detektor raus und dann mal checken. Aha. Hier ist doch irgendwas. Wo ist, glaube ich, dann da oben, ne? Merken hier.
Ah, hier. So, ich zeig's mal eben. Da ist es. Und da wollen wir hin. Stellen checken. Hey, da ist wohl nix. Auch nix. Tja, schade. Wenigstens gucken, ob wir den Puma finden. Oder der uns. Ja. Aha. Das zeige ich euch eben. Genau hier. Haben wir das auch schon erledigt. Jetzt holen wir uns eben die Flasche. Ich weiß, so querfeldein kann schief gehen, ne? Aber da hinten ist sie. Also, die Flasche ist meist hier. Da hinten war anscheinend noch eine Tarotkarte. Oder ist sogar. Ne? You heard the law was taking money from some... Dann machen wir uns mal eben auf die Socken zu der Madame. Die ist nämlich, im Prinzip ist das ja nicht weit von hier. Denn wir kürzen ja hier rum ab. So, das Pferd ist sowieso staubig. Dann wird es jetzt erstmal schön sauber. Mal füttern und dann striegeln. Und weiter geht's. Thank you.
Kaufen wir mal eben drei Sachen. Irgendwas werden wir da schon finden. Das so gar nicht. Was haben wir hier? Erstmal kleine Pfeile raus. Ich glaube, so ein Eichhörnchen könnten wir noch gebrauchen. Ne? Sowas zum Beispiel. Ah, uns fehlt irgendwas anderes, okay. Schade. Dann hätten wir den Satz nämlich zusammen gehabt, ne? Also die drei Teile. What a pure and gentle spirit. Have you? I do not trust you. Let me see. Wenn ich von irgendwas viel zu viel, hier haben wir that. Fünf. But the whole set is worth your while. Very well. I pay more for the whole so, set. So, sie ist auch erledigt. Oh, you held on to that one, huh? I understand. Dann holen wir uns fix die Pulle hier. Mitfährt wäre besser. Da hinten ist es. Ja, wir kürzen ab. Ja. Schön abkürzt, dann ist es nicht so weit. Okay. Was ist das denn hier? Kann ich mich kaum daran erinnern, dass ich hier schon mal was abgeholt habe. Was soll's? Wo ist es? Da ist es. Tja, macht ja nichts. Wir nehmen alles mit heute. So, was haben wir hier noch? Ein Ginseng. Checken wir natürlich nochmal eben da oben den Baum. Oh, da wird garantiert ein Lager überfallen. Das ignorieren wir. Kein Bock auf Stress, da ist die Pulle. Damit ist auch das erledigt. So, das heißt Naturkundler. Das Tonikum kriegen wir da hin. Das wird ja immer schwierig.
Schwarzbrenner, im Prinzip läuft das ja gerade. Sammler, sind wir durch, Händler. Kann man schaffen, ne? Ja, müssen wir auch. Und ich denke, heute werden es keine neuen. Aber muss ja auch gar nicht. Jetzt machen wir noch ein bisschen was im Händlerbereich. Auf zum Lager. Denn heute habe ich nicht ganz so viel Zeit. Oh, Hund streicheln geht immer. Jetzt gucken wir mal. Okay, er arbeitet noch. Wir holen mal eben die Post ab. Gehen mal ein bisschen jagen. Da haben wir doch schon den richtigen Kandidaten. Ja gut. Wenn man nicht trifft. Ne? Ich finde, die Knarre hörte sich auch schlecht an. Jo, ist auch so. Also jetzt könnte ich ja mal ein paar Wölfe gebrauchen, ne? Stocks are looking good. Die sind alle zu groß. Müssen sie am Stück abgeben. Da haben wir nur mittleren. Das war irgendwie ein Coyote oder so. Aha, was haben wir da? Also echt so ein paar Wölfe, das wäre es jetzt. Vielleicht haben wir hier gleich eine Versorgungsmission. Supplies are looking healthy right now. Yeah, anything's better than nothing. Ja, wir reiten mal so in die Richtung, wo es Wölfe gibt. Ne? Das Kopfgeld ignoriere ich, da habe ich heute wirklich keine Lust zu. Obwohl, wir müssen ja mal eben kurz gucken. Adlerauge, das können wir mit Bolas zu Fall gebracht. Ja, kann man ja mal machen, oder? Ja.
Nützen ihn ja nicht. Abliefern. Gut, treffen hilft, ne? Ja, so wird's natürlich nichts, ne? So, ignorieren wir. Obwohl, kann ich das jetzt eigentlich provozieren, indem ich den nochmal... Also indem ich den freilasse und dann nochmal, oder geht das nicht? So. Los bin. Nee. Das geht nicht. This won't end well for you. Lord Almighty. So, wir raten mal in der Ecke, wo die Wolfswahrscheinlichkeit höher ist. Perfektes Hörnchen mit. Ich denke, der Kollege wird sich nachher selbst befreien, dann läuft das von alleine ab. Aber wir suchen Wölfe. Eine ganz gute Ecke dafür, oder? Das gibt's doch nicht. Wenn man sie braucht. Koyoten, Grizzlybär wäre auch okay. Okay, da haben wir schon mal ein Grizzly. Dann reiten wir mal zurück in die Richtung.
So, die Zielperson flieht. Das war das, was wir wollten. Denn ganz ehrlich, dafür die $3,50 liefere ich die näher. Ja, falsch war hier das Lasso. Wo ist es denn? Da ist es. So, das Pferd nicht so laufen, wie ich das will. So. Rad und Regen, das ist aber nicht so schön. Ne? So. Das können wir schon mal abgeben. Und das. Dann gucken wir mal, was fehlt uns noch. Ein großer Tierkadaver. Und ja gut, ist klar, ne? Nach wie vor die 5. Dann machen wir es doch folgendermaßen. Wir holen uns hier den Kadaver oder die Haut von so einem Alligator. Wie lange nehmen wir auf? Oh, 43 Minuten. Oh, Spitzenwetter hier. Wieder hinten in die bekannten Ecken hier. So ein kleiner wäre jetzt gut. Am Stück. Dann haben wir das nämlich erledigt. Dann gucken wir mal, ob hier noch ein paar Frösche rumsitzen. Gerade waren sie noch hier, jetzt sind sie weg. Schade. Die wären für die Tasche gerade richtig gewesen, ne? Aber nun gut. Hier ist heute auch nichts. Das gibt's doch nicht. Ein freier Lagerplatz, da gibt's doch nicht. Ah, hier. Immer Taschentierchen sammeln, ne? Lohnt.
Ja, dann ab nach Hause. You know, I'm getting quite used to having you around. Dann spinnen wir den Spaß mal eben. Docks are looking good. Beautiful. So, jetzt brauchen wir noch ein großes Tierchen. Da hinten ist was. Ja, stimmt, ich habe irgendwas überritten. Was war das, ein Opossum oder so? Tatsache. So, wir brauchen also noch 4 Dinge. Naturkundler, das schaffen wir ja gleich. Ja, das sollte eigentlich irgendwann mal fertig sein. Sammler haben wir fertig. Das machen wir jetzt fertig. Und bis dahin, das dauert hier alles noch viel zu lange. So, dann spinnen wir mal eben hier. Supplies are looking healthy right now. Mittlerweile sollte die Wirkung nachgelassen haben, denke ich. Hoffe ich. Das war, glaube ich, unter Spieler. Ah, Temperatur kalt, da steht's doch schon. Oh, und wird das hier nicht angezeigt? Minus 18, Halleluja. So, kann ich doch hier auch weiterführen, oder? Na super. Jetzt friert er, Tatsache. Auch erledigt. Ab nach Hause. Hey, good to see you. Eben die Ware bestellen. That'll work too. So. Jetzt checken wir mal eben kurz die Uhrzeit hier. Also, fast 50 Minuten. Der Rest ist ja im Prinzip nur noch eine Zeitfrage. Ich zeige es euch nochmal eben. Also allgemein könnte man noch ein bisschen das Pferd führen, solche Geschichten hier. Das ist ja machbar. Da kann man ein bisschen was abstauben. Da würde uns jetzt eben noch, ja, muss uns noch einer über den Weg laufen. Händler, da müssen wir halt warten, bis er fertig ist. Und selbiges gilt ja hier für den Schwarzgebrannten. Zwei Sachen fehlen uns noch. Das ist jetzt aber, wie gesagt, eine Zeitfrage. Da wisst ihr selbst, wie es geht. Dann machen wir Schluss für heute. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son.
play for fun.